Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dishonored. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge hier ein ziemliches, ja, Gemetzel hinterlassen, wie man hier sehen kann, denn hier liegen echt noch ein paar Tote rum. Und wir haben, ich glaube, dort hieß er? Ich weiß nicht mehr ganz, wie der hieß. Der ist auch nicht mehr vorhanden, muss man sagen. Der hat sich einfach in Luft aufgelöst, nachdem wir den umgebracht haben. Ich denke immer noch, dass es eine okay Entscheidung war, ihn umzubringen und nicht loslaufen zu lassen. Nachdem ich mit den Aufnahmen allerdings fertig war, habe ich mir auch so gedacht, man hätte es theoretisch auch richtig cool lösen können im Sinne von, ich hätte mir schnell eine Münze greifen können und halt sagen können, ja, auf Kopf stirbt er, bei Zahlen nicht. Naja, gut, ist auch egal. Jetzt ist er tot, kann man nicht ändern. Aber wie gesagt, ich glaube, er hätte sicherlich das, ich meine, der wollte uns davor schon umbringen. Also der hätte sicherlich dasselbe getan, hätten wir den angefleht. Naja, nimm uns mal noch ein paar Bolzen mit. Wenn die denn hier schon so schick rumliegen. Und das ist ja übrigens die Kaiserin. Das heißt, das sind ja alles Leute, die er umgebracht hat. Wer auch immer das hier ist, den hat er anscheinend nicht umgebracht bekommen. Und die hier auch nicht. Aber ja, das ist ja wahrscheinlich das erste Opfer gewesen. Hier sind noch mal ein paar. Gut, wir können jetzt theoretisch zum Tunneleingang gehen. Was ich allerdings nicht machen möchte, denn wir haben ja den Schlüssel erhalten. Und das heißt, wir können wahrscheinlich eine Rune uns abgreifen. Wenn ich denn jetzt noch weiß, wo die war. Ich denke aber schon. Ups, ja, toll. Gut, egal. Da vorne liegen ja... Wir kommen da ja nochmal lang. Falls ich heute mal ab und zu ein bisschen räuspern sollte, dann entschuldigt mich bitte. Mein Hals ist heute ein bisschen dicht. So, ich habe den Schlüssel. Dort Schlüssel, genau, der hieß also wirklich dort. Ja, wir wären tatsächlich auch von da aus reingekommen. Na gut, okay. Ja, dann wollen wir uns mal eine Rune holen, ne? Wenn denn hier eine ist. 20 Meter unter mir. Ja, da ist sie. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Da liegen auch... Sind das Vorräte an Essen oder sind das Lampen? Ach, das sind Lampen. Ich wollte mich gerade sagen, das wären ein paar viele. Aua. Das hätte ich besser lösen können. Glühpaste. Was? Neuer Gegenstand bei Piero erhältlich. Ja, aber bringt mir ja nichts. Ich sehe den Typen ja nie mehr wieder. Das kannst du ja abschminken. Okay. Ja, ich würde sagen, wir holen uns das auch direkt mal. Möchtest du... Warte mal. Hält die Zeit für einen noch kürzeren Moment an. Du kannst nur mal... Aber warte mal. Ja, hier hält die Zeit an. Okay, dann nehmen wir das. Ich wollte mich gerade sagen, ist das überhaupt die Fähigkeit im Sinne von... 1 von 5 Runen? Oh mein Gott, ich habe so viele verpasst hier. Ja, wir können jetzt tatsächlich die Zeit anhalten, was eine ziemlich coole Sache ist. Ja, was anderes gibt's hier nicht, schätze ich. Ups. Können wir ein bisschen Mana verschwenden. Geht auch immer, ne? Ist noch eine Notiz. Brief an den Direktor. Okay. Na gut. Zum Thema Räuspern nochmal, zum Thema Hals. Ich muss auch sagen, ich nehme das heute ungewohnt früh auf. Das heißt, meine Stimme braucht wahrscheinlich eh ein bisschen, bis sie reinkommt. Grunzen des Foltermeisters. Aber 300 Münzen, die nehme ich gerne. Auch wenn ich nicht weiß, bei wem ich denn überhaupt noch was erwerben kann in dem Spiel. Vielleicht kriegen wir ja Piero 2 oder so, der dann auf unserer Seite ist. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dann mal in den Tunnel. Mal sehen, was uns da erwarten wird. Ich sag ja, eine Menge Weiner. In den Tunnel. Ja, let's go. Können jetzt ja auch die Zeit anhalten. Das heißt, wenn da mal eine Menge an Leuten sind, dann können wir einfach, die können wir einfach skippen, theoretisch. Was ist mit der Musik los? Warum ist die so gewalttätig? Was geht hier vor sich? Treffen wir hier auf einen Gegner? Das sieht halt wirklich aus, als ob hier gleich ein Riesengegner durchkommt, ne? Nach der Flut benutze den Tunnel unter dem Hauptquartier, unter Dorts Hauptquartier. Überwinde die Quarantäne-Sperre und... Okay, keine Ahnung, was da stand. Irgendwas mit überschwemmt. Ist das jetzt hier unsere Flucht schon? Ne, wir müssen ja noch die anderen in den Tod schlagen, ne? Wollte mich gerade sagen, das wäre ja ein bisschen früh schon. Wir müssen ja irgendwie noch die zukünftige Kaiserin... Ach du Scheiße. Weg mit euch. Können die schwimmen? Weiß ich gar nicht. Mal ausprobieren können, ne?
Ah, da sehe ich doch schon wieder ein paar Leute rum. Umlaufen. Irgendwer trägt da gleich gerade eine Leiche rum. Und da kommen eine Menge Leichen angeflogen. Zumindest Leichensäcke. Die sind bestimmt nur mit Kartoffeln gefüllt. Man, die können erstaunlich ähnlich aussehen. Aber da sieht man einfach mal wieder, was für ein Massenmord in dieser Stadt begangen wird, ne? Also hier, das ist wirklich ein ganzer Leichenberg hier gerade. Das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt? Es sind Stadtwachen. Die sollten doch die Leute beschützen. Nehmen wir den mal. Ich weiß nicht, ob der jetzt gut war oder schlecht. Aber ich... Bevor der irgendwelche Leute alarmiert, ne? Ich setze dich auch ganz sanfte dort ab. Tja. Ich finde es übrigens echt interessant, dieses Report Any Sickness, Hiding the Plague, dass das halt mit dem Tod bestraft ist, wenn man die Seuche verheimlicht. Finde ich übrigens ein sehr interessantes Statement, weil im Endeffekt, wenn du das Ganze nicht leugnest und denen dann halt erzählst, dass du irgendwelche Krankheitserscheinungen hast von der Seuche, dann werden die dich ja trotzdem umbringen. Das heißt, du hast dann wieder auf der einen Seite, die bringen dich um, weil du es denen sagst, und auf der anderen Seite hast du, die bringen dich um, weil sie herausgefunden haben, dass du es ihnen nicht gesagt hast. Also eigentlich, ja, weiß ich nicht. Ist tatsächlich gar nicht mal so, keine Ahnung, ist glaube ich kein guter Deal. Da würde ich wahrscheinlich auch lieber nichts sagen dann. Okay, warte mal, da unten können wir mit einer Ratte rein, das machen wir. Komm her. Komm mal her. Ratti, Ratti, Ratti. Schauen wir mal, ob es hier Loot gibt. Ich vergesse ja immer, dass man nicht direkt auf der anderen Seite ist. Oh. Ja, dann gehe ich lieber wieder rein. Da kommen wir bestimmt noch irgendwann mal hin. Ich würde mich nämlich gerne noch hier umschauen. Ich fülle mal das Mana auf. Ach, ich glaube, hier erwarten uns auch wieder eine Menge Gegner. Ich glaube, da ist der Erste. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der Lichtwand am Rodshaw Gate? Wir werden geröstet. Sache ist, das sind, glaube ich, nicht mal schlechte Leute. Du hast noch keine besseren Ideen gehabt. Weil du nicht richtig zuhörst. Diese Tollboys warten nur darauf, zuzuschlagen. Wir schalten die Flutlichter ein und sie gehen auf die Jagd nach Seuchenopfern. Und wir sind durch. Sind doch schlechte Menschen. Menschen? Ich habe nicht vor, Menschen zu töten. Denk doch mal nach, Mensch. Wir müssen uns entscheiden. Der Typ mit der Maske kam den ausgetrockneten Kanal hoch. Das Gebiet der Walfänger. Nicht gut. Die haben es noch nicht gesehen, ne? Gut. Wir stellen besser erstmal sicher, dass der Fluchtweg frei ist. Ich will ja nicht ertappt werden. Mir egal, ob ich eine Hose trage, solange ich hier rauskomme. Okay, was auch immer das für eine Aussage war. Ich habe keine Ahnung, ob ihr gute Leute seid. Ihr seid auf jeden Fall dafür, dass die Leute mit der Seuche umgebracht werden. Von daher würde ich mal schätzen, nein. Ich meine, den Typen da können wir in Ruhe lassen. Der war irgendwie dagegen. Wir haben ja den Schlüssel eh schon erhalten. Lassen wir den mal hier rumwandern. Ist okay. So, was haben wir denn hier so Schönes? Bisschen davon, bisschen hiervon, bisschen davon. Ein Brief. Hey, Firk. Noch ein Ratschlag zu deinen gierigen kleinen Schatzsuchen im überschwemmten Bezirk. Wenn du dich verirrt hast und der einzige Ausweg das Rodshaw Tor ist, wird dieses Werkzeug helfen, wenn du durch die Türen gelangst. Findest du den Schaltkreis für die Lichtwand gleich auf der anderen Seite? Am besten komme ich mit, dann kümmere ich mich um die komplizierten Dinge. Craigie, das ist ein cooler Name. Jetzt ist natürlich nur die Frage, die ich mir hier stelle. Also beziehungsweise, was ich mich allgemein frage, wir haben ja schon öfters mal diese Schaltkreis-Dinger gehabt. Ich glaube, das ist gerade ein Tollboy draußen. Die haben wir noch nie genutzt. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ach nee, das ist einfach wie so. Das ist wieder ein Leichentransport. Aha. Okay, da hätte man theoretisch auch noch reingehen können da unten. Ne? Ist da eine Rune? Ach, so ein Mist, da oben ist eine. Vielleicht sollten wir den doch ausschalten.
Aber in einem friedlichen, in einer friedlichen Art und Weise natürlich, alle ne? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Der fragt sich auch gar nicht, wo sein Kollege hin ist, oder? Naja. Naja. Keine Sorge, euch geht's beiden bald wieder besser. Also glaube ich. Hey, hier hat jemand seine Melone vergessen. Also wirklich. Boah, in welchem Film war das nochmal? Der Mann mit der Melone. War irgendein Pixar-Film, ne? Bin ich letztens schon mal irgendwie drüber gestolpert und hab mir gedacht, ah, den Film würde ich eigentlich gerne mal wieder gucken. Den habe ich damals in der Kindheit gemocht. War das nicht irgendwie bei den Freddingston? Bei, keine Ahnung, irgendwie sowas. Bei den Blablabla. Falls ihr da eine Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Da würde ich gerne mal wieder reinschauen. Guck mal, da kommt nochmal so ein Leichentransport. Ich finde, das gibt einem auch schon wieder so harte Half-Life-Vibes, ne? Das ist krass. Darauf gehen können? Darauf kannst du theoretisch stehen. Ich hätte mal davor speichern können, ruhig, aber gut. Hier sind ein paar Zacken. Ob wir denn vielleicht darauf laufen können, auf den Schienen? Vielleicht ganz gut, ne? Ja, tatsächlich. Nein. Versuchen wir das nochmal. Ich werde nicht mein Leben dafür kaputt machen. Oh, stell mal vor, man könnte auf dem Ding mitreiten, sag ich. Also, beziehungsweise mitfahren. Aber nicht als Leiche, bitte. Danke. Au, au. Oh. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Vielleicht sollte man nicht auf Schienen laufen. Na gut. Das war eine Live-Lesson. Ja, Mist, dann kommen wir da tatsächlich gar nicht mehr hin da hinten. Also doch schon, aber dann müsste ich halt hier wieder hochlaufen. Und ich weiß nicht, ob ich das... Möchte ich das? Ja, komm, so weit der Weg ist es ja auch nicht. Ich übertreibe hier, glaube ich, ein bisschen. Aber mir gefällt die Musik gerade nicht. Ist mir ein bisschen dramatisch. Kommt mir so vor, als ob hier gleich eine Million Leute auf mich zukommen. Ich auf jeden Fall ein Weiner gerade. Glaube ich. Ich meine, ergibt Sinn. Wir sind schon wieder in so einem sehr slummigen Bereich. So. Ist das eine neue Gang, die wir irgendwie kennenlernen, das mit der Krone? Oder sind das die Kaisertreuen? Ah, was sollten die hier machen? Hey, alles gut mit ihnen? Eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter? Vielleicht. Auf der Durchreise wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Na gut. Mal mein Beileid, ne? Was willst du von mir? Mich ausrauben? Dich mit mir im Heu wälzen? Mich retten? Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine hergekommen und ich werde hier bleiben. Denkst du, da draußen ist es besser? Ich sage es dir nur ungern, aber so sieht's nun mal aus. Das, was du hier siehst, das ist Dunwall. Der überschwemmte Bezirk, der Bezirk der Reichen. Bald wird alles so aussehen. Hm. Erstmal eine Zigarette. Musst du nicht auf einen solchen Wagen springen? Ja, okay. Ja, ja, klar. Mach ich. Liebster Alpha, es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause, wir kümmern uns um dich. Ich habe keine Angst. Deine Schwester hat mir verraten, dass du dich im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich alleine zu sterben. Bitte tu uns das nicht an, bitte. Ich liebe dich. Oh. Ja, muss scheiße sein, ne? Muss echt scheiße sein. Oh. Das gilt ja für alle Krankheiten. Die tödlich sind zumindest. Hm. Ja, ich glaube, so eine Seuche, die vor allem sehr viel mit Tod, eine sehr große Todbegegnung hat, ist, glaube ich, echt. Also, das will man auch nicht haben. Hm. Okay, sie hatte recht, auf die Dächer kommen ist leicht. Und ich habe, ich weiß nicht, das ist wieder so mein chaotisches Ich gerade. Ich habe tatsächlich wirklich Lust, auf den Leichenwagen zu springen und damit mitzufahren. Sie meinte zwar, das sei sehr schwer, aber ich würde es halt echt gern mal versuchen. Ich habe das Gefühl, das kann richtig viel Spaß machen. Schauen wir also mal.
Gut, hier sollte eine Rune sein. Da haben wir sie. Ja, was ist das für eine riesige Lampe? Wer braucht die denn? Okay, und von hier könnten wir dann vielleicht versuchen... Guck mal, da kommt's doch schon. Na los, wir gehen direkt drauf da. Oh, da können wir richtig viele Tallboys mit skippen. Könnte also interessant werden. Schauen wir mal. Hoffentlich fall... Oh, uiuiui. Ich sehe schon, das wird jetzt ein Balancing-Ding, ne? Dann mal schauen. Hoffentlich breche ich mir nicht den Hals. Oh, das ist aber voll cool. Bisschen Train-Surfen hier. Die Tallboys, die sehen uns nicht. Ich werde mich trotzdem nochmal ducken ein bisschen. Das wäre fast schief gegangen, hätte ich das nicht bemerkt. Aber das hat super geklappt, oder? Ich hab das Gefühl, wir haben irgendwie ein Dreiviertel des Spiels geskippt. Aber das war verdammt cool. Würde ich immer wieder so machen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kommen wir an denen vorbei? Warte mal. Wo führt das hin? Ah, da können wir runter. Wir können aber auch hier runter. Aber da ist das... Na, das können wir halt noch nicht deaktivieren dann. Aber das war auf jeden Fall sehr spaßig. Komm, gehen wir da mal runter. Schauen uns das mal an. Ich hoffe nicht, dass genau in diesem Moment da jemand langläuft. Ist der Alarm wegen uns angegangen? Tatsächlich. Es wird ja immer erwähnt, dass man mit diesen komischen Schaltkreisdingern hier fungieren kann. Mein Problem ist, also, ne, man kann die sozusagen, keine Ahnung, deaktivieren mit diesen Fallen. Mein Problem ist halt immer nur, ich weiß nicht wo. Das wurde mir noch nie gezeigt bisher. Ich hätte halt gesagt, an diesen Kästen hier, aber auch nicht wirklich. Oh, da hinten ist auch ein Tallboy, oder? Nee, das sind nur die Beine von einem Tallboy? Ich meine, mit viel Glück können wir hier einfach rüberspringen. Und das versuche ich jetzt auch mal. Okay. Ah, nee, warte mal. Oder? Alter, aber auch direkt rein, ne? Aber, ey, warte mal, wir können vielleicht... Warte mal, ich habe eine andere Idee. Nee, man kann tatsächlich nicht durch die Dinger durchporten. Beziehungsweise schon, aber ich glaube, das bringt einen bestimmt auch um, oder? Ja. Gut. Das hat sich also schon mal erledigt. Wo kann man die Teile denn ausschalten? Guck mal, da oben ist auf jeden Fall ein Alarm. Den können wir schon mal ausschalten, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht auch nicht. Gut, dann nicht. Ach, scheiße. Das ist ein ganzer Tallboy. Hoch da. Hoch jetzt. Los. Oh, er kommt immer näher, Ach du Scheiße, einfach ein ganzer Tallboy. Ich habe eine Idee. Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Mann, lauf doch nicht weg. Lass dich doch sprengen. Ach so, die Granaten gehen einfach kaputt da drin. Ja, auch nicht. Der kann da durchlaufen. Aua. Uiuiui, da wurde ich erstmal angefahren. Oh, ich habe gerade Betäubungsbolzen. Bringen die überhaupt was bei denen? Macht der gerade auf? Nee. Ui. Kann er so hoch zielen? Ich hoffe mal nicht. Weg mit dir! Ich setze jetzt mal ein paar Pfeile ab hier. Alter, die halten so viel aus. Ja, und ich habe vergessen, dass man den einfach darauf schießen kann. Gut, ich hoffe mal, die anderen Kollegen haben das nicht bemerkt aus irgendeinem Grund. Warum können wir uns nicht einfach mal so einen Tallboy anziehen? Das wäre doch nicht schlecht, oder? Also diese Beine, die sind bestimmt ganz cool.
Die haben leider doch ein bisschen was mitbekommen. Ach, guck mal, das ist der Schalt. Das ist der Schaltsatz. Ich dachte schon, es ist trotzdem noch an. Sehr schön, sind wir doch durch. Sehr schön, Rand des alten Hafenbezirks. Aha. Okay. Da geht's zur alten Hafenfabrik. Ich werde hier trotzdem noch mal ein bisschen klettern. Das war dumm. Das wollte ich nicht. Wer hat mich gesehen? Oder war das einfach mal wieder so aus... ohne Grund einfach mal wieder irgendwas? Aber gut zu wissen, dass man die Granaten halten... also, ne? Dass man die halten kann. Währenddessen die zünden. So kann man die perfekt abtimen vielleicht. Das wäre nicht schlecht, wenn man das mal macht. Okay, so, hier oben ist zu, leider. Das würde mich mal interessieren, wie werden die... Achso, okay, der fährt einfach durch. Ich wollte nämlich gerade sagen, ob man das sieht, wie der beliefert wird mit Leichen. Es wäre cool gewesen, das mal zu sehen, aber... hm. Leider keine Möglichkeit, das zu beobachten. Na gut, gehen wir mal weiter. Aber ich mag echt, wie das Spiel gerade immer düsterer wird. Das hat irgendwie was. Wir sind immer mehr auf uns allein gestellt. Wir haben immer mehr Leute, die Seuche haben. Wir selber werden wahrscheinlich auch immer verrückter mit der Zeit. Das ist also schon ganz interessant. Boah. Ja, das ist echt ranzig hier. Das war das Hafenbezirk, ne? Normalerweise am Hafen leben ja normalerweise immer die Reichen, würde ich sagen. Zumindest ist da bestimmt die Miete am teuersten. Hm. Ich höre hier auf jeden Fall schon mal was. Hier können richtig viele Weiner unterwegs sein. Wow. Diese ganze Häuserwand ist einfach komplett... ja, die ist eigentlich zum Einsturz gebaut. Zum Einsturz. Hm. Sehr bröselig. Okay, da vorne sind ein paar Bretter, da können wir durchbrettern. Aber erstmal gehe ich hier hoch. Ich habe gerade ein Herz poppen gehört, oder beziehungsweise ein Herzbeben gehört. Boah, hier sind richtig viele Knochenartefakte. Und da ist unter anderem auch eins. Sehr schön. Gesunder Appetit. Warte mal, das kenne ich glaube ich noch nicht. Nahrung bringt dir noch mehr Gesundheit. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, bei den Knochenartefakten, da bin ich mir immer unsicher, was ich davon nehmen soll. Ich lasse das immer bei dem Setup, wie es jetzt gerade ist. Und diese Wanne, die würde ich mir nicht mehr reinlegen. Kannst du cool mit runtersliden, dann kannst du einfach als Schlitten nehmen wahrscheinlich inzwischen. Ist hier sonst noch was? Ich meine nicht, dass ein Knochenartefakt nicht genug wären, ne, aber... noch ein Gebilde oder so? Wie gesagt, hier sollen ja die Reichen gelebt haben. Dementsprechend würde mich das nicht wundern. Kommen die wegen mir? Ach du Scheiße. Warte mal, wann war mein letzter Safe State? War da, als wir hier schon durch waren? Tatsächlich. Boah, Mann, ey. Ich hätte so schön Stealth durchgehen können, ne? Wow. Glaubt, die haben mich verloren? Wow, die haben echt kein gutes... Oder sind die? Kommen die noch? Ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwie einen Zugang mit der Ratte oder so? Oh, da kommen sie. Nein! Oh, hier wäre ein Kobelrad gewesen. Haut ab, Leute. Man hätte so schön Stealth hingehen können, ne? Ich glaub das gar nicht. Lebt noch einer? Oh, da kommen so viele! Hört mir doch auf! Ja, das ist eine gute Fähigkeit. Und ich sehe da noch mehr kommen, ne? Ist ja die Hölle.
So, du da hinten hast nichts bemerkt, ne? Sehr schön, du darfst auch weiterleben. Wenn du dich jetzt nicht gerade an mich ranschleichen solltest. Weil ich will die ja auch immer gar nicht umbringen. Aber wenn die sich halt, wenn die auf mich zustürmen. Oh. Wenn die halt auf mich zustürmen mit ihren komischen Fähigkeiten da. Mit den ekligen Mückenmäulern. Dann, weiß ich nicht. Dann muss ich die halt umbringen, ne? Die sind ja auch nicht mehr menschlich. Ich kann denen ja auch nicht entgegenrufen. Ey, Leute. Frieden. Ich will euch nichts tun. Die werden drauf eh nicht hören. Naja. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, zum Kanal. Warte, was? Kanalisationstor. Achso. Ich kann heute auch nicht lesen. Zum Kanalisationstor werden wir dann in der nächsten Folge gelangen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Dishonored. Habt noch einen wunderschönen, schleicherischen Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.